Aber auch nicht schnell sind wir trotzdem, ne? Oh, wir sind ja schon dran vorbei. Wir sind ja schon dran vorbei. Na, dann wollen wir uns mal die kurz bemächtigen. Oh. Nee, komm, wir nehmen die. Ja, schnell! Schnell! Das war mir zu einfach. Man muss es einfach so sagen, das war mir zu einfach. So. Ah, Kopfgelder. Komm. Die hatten wir noch nicht. Ich weiß, das erste Mal, das war ganz am Anfang, sind wir daran vorbeigefahren. Aber jetzt nehmen wir uns ihre an und werden sie einfach mal kurz auslöschen. Jetzt ist es doch gekommen, ey. So. Auf geht's. Was ist denn hier, das sind die 300 Meter? Soll das hier unten? Wäre das hier unten? Oh ja, Tatsache. Ey, zur Stimme, nicht mein Händler. Nur mal schon mal vorab. Okay, das funktioniert. Natürlich, das muss da oben sein. Es kann nur. Was ist denn das? Da, kannst du mir? Einfach nur geringer kommen. Achso, nur ein Stück. Nur ein kleines Stück Straße. Warte mal, wir wollen. Gib mir mal den. Warum nicht? Nur weil ich hier mitten im Nirgendwo bin oder was? Das ist Diskriminierung von Fahrzeugen. Das tut mir furchtbar leid. Na, komm schon. War das jetzt hier? Nee, da, hallo. Daumen. Oh, was höre ich denn da schön? Was hören da meine Zarten? Meine Zarten, oh. Er hat es aber nicht sofort anvisiert. Egal. So, wir wechseln aber mal schön wieder von unserem Revolver. Der ist nämlich einfach mal begeistert. Intelligente Lebensform nähert sich. Ah, ein Verkäufer. Okay. Ein ehemaliger Verkäufer, sagen wir es mal so, weil der ist ja nicht mehr anwesend, leider. Chemische Komponenten maximal, was?
diese Musik, die macht gleich um einiges entspannter. Hallo. So, da habt ihr unser Glück zugeschlagen. Panzerbrechende Lenkmunition, Lenkraketen, geil. Ups, falsche Richtung. Schön. Lasst sie raus. Diese Bastarde von der Kirche im Einkaufszentrum haben uns lang genug ausgequetscht. Unsere Sammlung widerlicher Krabbler, fieser Beißer und gemeiner Stechviecher ist einsatzbereit. Zuerst zerstören wir den Damm am Fluss und dann werfen wir die ganzen kleinen Biester rein und lassen sie ihre Arbeit machen. Ich lasse einen Schacht mit Köder in der Stadt zurück, in dem ich ihre letzte Gebühr bezahlt habe. Diese kleinen Kerle werden den Fluss runterschwimmen und die Stadt verseuchen. Und denke daran, auf gar keinen Fall diese Schleichkriecher anzufassen. Fiese kleine Viecher sind das. Verteilt sie mit ausreichend Abstand. Sie sollen sich auf ihre Reise den Fluss runter nicht gegenseitig auffressen. Interesting. So, warte mal. Waffen. Nein, du. Ach ja, stimmt, wir konnten das ja gar nicht machen, ne? Weil wir ja leider nicht genug Waffen gebraucht haben. Egal, geil ist sie trotzdem. Ach komm, das war mal eine sehr elegante Art und Weise, eine Straßensperre auszumerzen. So. Ja, den Obrigkeitsturm könnten wir noch machen, aber will ich gerade nicht. Will ich einfach nicht. Ich finde, wir rufen... Warte mal, nee, wir brauchen was anderes hier. Icarus. Komm mal her, mein Freund. Schade, dass er keine Waffen hat. Noch ein Banditendepot. Go! Hallo, die Ratte ist da. Oh, ein Nitritenverstärker ist okay. Also ich würde mal sagen, wir haben ein sehr explosives Ankommen verursacht. Und die scheinen das nicht zu checken. Ja, holt es euch, los! Wie, keiner verarscht euch. Ich hab euch doch gerade verarscht. Und euch voll in den Arsch getreten.
Wo ist er denn? Da war er. Okay. Upsala. Das tut mir nicht leid. Das tut mir nicht leid. Der will rennen, aber ich will kein Rennen. Oh. Haben wir denn noch irgendwo welche? Ah ne, wir haben sie schon erzählt. Alles klar. Aber da haben wir noch was. Hey, boah, halt. Ich will mal Ikarus wieder. Ikarus, wo bist du? Ey, das Ding ist schon geil, wenn man schon fliegen kann. Nicht? Okay. Schade, ich dachte, ich kann hier nochmal ordentlich aufmischen, aber nö. Kampfmöpse. Ach, nicht euer Ernst. Oh, Leute. Möpse. Ich habe ein Rudel Möpse gefunden. Und ich werde daraus die besten Kampfmöpse aller Zeiten machen. Die Hawks haben keine Ahnung, was die besten Hunde sind. Johnny Pirate wird es ihnen zeigen. Sie werden mich nicht mal kommen sehen. Okay. Aber... in dem Sinne, habt ihr es ja gehört, ne? Kampfmöpse. Nein, ich will meine Ikarus wieder haben. Gib mir meine Ikarus. Nein. Na gut. Okay, da haben wir schon mal eins der Sachen schon mal gemerkt. Hier sind so viele Vögel. Müsste hier denn nicht irgendwas sein? War hier nicht gerade noch ein Ballon? Merci. Ja, da müssen wir eigentlich auch mal wieder hin. Mal ein bisschen Mutanten schlachten. Da hätte ich mal auch wieder Bock drauf. Ja, warte mal. Was haben wir denn hier noch als nächstes dann? Dann würden wir nämlich einfach sagen, komm, wir gehen da ordentlich ran. Ja, komm, machen wir den. Jetzt, wenn wir schon dabei sind, dann können wir das auch kurz machen. Wo ist denn der Obrigkeitsturm? Da, also. Ach nein, den kennen wir doch. Scheiße. Nee, mein Freund, so ist das nicht. So nicht. Nein, das wollte ich gar nicht.
Was Schönes übrig gelassen hier? Nee, ne? Außer aus jetzt drei Teile. Nee. Schade. Naja, gut, okay. Das nehmen wir doch gerne mit. Das nehmen wir noch gerne mit. Oh, oh, oh. Aber sonst, ne. Schade. Okay, hallo Icarus. Jetzt gehen wir tatsächlich gerade hier im Schnellspalier hier durch. Das ist ja der Wahnsinn. Weil ich glaube, für dieses Gebiet sind wir dann schon wieder zu stark. Was ist denn das hier? Achso, wahrscheinlich nur ein Tunnel. Geh mal nach oben. Genau. Hoch, hoch. Straßensperre voraus. Geil. Und tschüss. Bam. Weiß, ich kann halt doch nicht zu hoch gehen damit, ne? Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Es muss ja auch einfach mal sein, ein bisschen Trash zu verbreiten, ne? Und wenn es einfach nur darum geht, zu metzeln, zu metzeln, zu metzeln. Wo sind unser Dings eigentlich gelandet? Panzerbrechen, ne? So. Doch mit Regie ran. Nein, halt. Draufbleiben. Doktor, ich nähere mich dem Eden Space Center. Ah ja, dort könnte Banditenabschaum umhängen. Aber das ist für einen Ranger ja kein Problem. Absolut kein Problem. Nein. Natürlich nicht, Doktor. Aber jetzt wird's echt spannend. Da kommen wir auch tatsächlich so ein bisschen weiter, was die Story angeht. Ah. Man merkt aber nicht an, dass ich sehr viel Spaß daran habe, alles zu zerfetzen in einem hohen Bogen. Oder? Nee, ne? Gut, finde ich gut. Wir laufen mal hin. Wir hatten jetzt genug Flugstunden und alles. Wir laufen jetzt mal ein bisschen hin. Nein. Keiner will das. Ist das so? Ein weiteres Signal von einem Ranger-Anzug.
müssen sich überlegen, wir haben schon 11 Punkte. Intelligente Lebensform nähert sich. Hi. Interesting aber, ne? Weißt du, da hat er sich hier selber ausmanövriert, indem er hier gespawnt ist. Na, wollte gerade sagen, wir können selber ganz viel Schrott abgeben. So, nehmen wir alle Sammel. Aber interessant, was die Ranger sich hier gebaut haben. Also wenn, dann waren es die Ranger, die sich sowas gebaut haben, oder... Also wenn, dann haben die sich selber gebaut oder sie haben es halt gefunden, ne? Das, weil ich gehe immer davon aus, dass sie eher gefunden haben, aber trotzdem. Oh, guck mal, ein Teddy wollte ich schon sagen. Ein kleiner Hase. Oh, scheiße, Mann. Dein Ernst. Dein Ernst. Ach mein Gott. Ranger Goldman. Aufklärungsmission 30-6. Ranger Goldman. Prowfley hat mich schon vor ein paar Tagen losgeschickt, um das Eden Space Center zu überprüfen. Diese Schläger von der Goon Squad schwirren dort überall rum. Ich habe jetzt schon mehrere Begegnungen. Alle gewalttätig. Klar. Sie scheinen aus dem Norden zu kommen, aber ihren genauen Ursprung ist mir ein Rätsel. Ihr Vorgehen wirkt vollkommen chaotisch und ohne jede Taktik oder Planung. Zerstörung scheint ihr einziges Ziel zu sein. Allerdings kann ich in ihrem Wahnsinn eine gewisse Methode erkennen. Ihre Ziele und Bewegungen deuten tatsächlich auf eine größere Strategie hin. Manche Orte werden geplündert und wieder verlassen. Andere werden dauerhaft besetzt. Old Eden ist so ein Ort. Heute Nacht werde ich versuchen, mich hineinzuschleichen, um in Erfahrung zu bringen, woher sie ihre Befehle haben. Wäre schon sinnvoll, ne? Mal zu wissen, wo ist eigentlich bei denen ihre Zentrale. Wenn es natürlich eine Zentrale gibt, das ist natürlich die Voraussetzung. Ja. Alles klar. Würde ich ja gerne, aber ich kann nicht. Weil ihr seid Schweine und gebt mir nicht die Möglichkeit. Halt die Mund! Da gehe ich lieber hier hin. Neutronenschnittstelle. Natürlich bringt sie zum Cyberdog im Wellspring, um dich selbst zu verstärken. Eichentruhen, Infohändler und Cybercrusher sind die besten Quellen für Neutriten. Ja. Danke. Wir hätten dann tatsächlich, ja. Gut. Ich würde am liebsten den jetzt auf meinen Slot setzen, sodass ich immer sofort auf den zugreifen kann. Na los, auf geht's! Ach, da sind die. Ah. Komm, wir räumen jetzt von oben auf. Hier ist wieder so ein Banditenunterschlupf. Hallo. Natürlich bist du vorbeigelaufen, du bist ja auch ein Idiot. Keiner
Ja, du dachtest, du überlebst das. Falsch gedacht. Hab ich alles voll. Du, ich will dir gar keine Angst machen. Weißt du warum? Weil du würdest es nicht lange genug erleben, Angst zu haben. Dann bist du schon tot. Was? Ha? Das gibt Kopfschmerzen. Hallo, mein Freund. Was? Hat er gerade selber gesagt, er schießt sich, oder? Explosiver Treffer! Ich weiß ja nicht. Immer diese Selbstmord-Dinger. Also, ich weiß nicht. Die Goons sind oft tatsächlich keine Bedrohung mehr. Sie sind so, weiß ich nicht, so. Aber wie kann man es am besten beschreiben, ohne dass es gleich wie eine Beleidigung für die rüberkommt? Sie sind chaotisch. Sie sind einfach mega chaotisch. Da sind die Shrouds natürlich durch ihre scheinbare Militärausbildung, Koordination, natürlich eine größere Herausforderung. Aber. Okay, wir nehmen sie trotzdem natürlich, klar. So viel muss natürlich sein. So, wartet mal, ich muss mal ganz kurz was nachschauen. Zack, zack. Was? Kann weitergehen. Ein bisschen haben wir ja noch.